Für viele Menschen scheint die Schlummertaste am Wecker ein Segen. Ein Knopfdruck für ein paar Minuten extra Schlaf. Doch Schlafexperten warnen, dass Snoosen schadet. Sobald du auf Schlummern drückst und wieder deine Augen schließt, beginnt der Körper einen neuen Schlafzyklus und schüttet Hormone aus, um eine Tiefschlafphase einzuleiten. Nach der Schlummerzeit wirst du dann erneut geweckt und es kommt zu einem ungünstigen Wechselspiel aus künstlicher Erregung, Adrenalin und kurzzeitiger Entspannung, Melatonin. Der permanente Wechsel zwischen Aufwachen und Wiedereinschlafen bringt laut US-Schlafstörungsforscher Robert Rosenberg die innere Uhr aus dem Gleichgewicht. Der Schlafrhythmus, der sich daraus ergibt, ist alles andere als natürlich und auf Dauer auch nicht gesund. Irgendwann weiß das Gehirn gar nicht mehr, ob es müde oder wach sein soll. Dies wiederum kann zu einer über den Tag anhaltenden Abgeschlagenheit führen. Allerdings helfe es kaum, die Schlummertaste einfach zu verbannen und Menschen gnadenlos zum Aufstehen zu bewegen. Denn die Unfähigkeit, morgens hurtig aus dem Bett zu hüpfen, sei Folge eines konkreten Problems, eines chronischen Schlafmangels namens Social Jetlag. Einen Grund dafür sieht Rosenberg in regelmäßiger und exzessiver Nutzung von Geräten wie Laptop, Handy oder Tablet, da deren blaues Licht die Melatoninproduktion hemmt. Er fordert daher, 90 Minuten vorm Schlafengehen muss Schluss sein mit WhatsApp, Instagram und Co. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen.